Ich habe letzte Woche noch gesagt, dass ich mich auf meiner alten BMW nicht untermotorisiert fühle. Wie man sich fühlt und wie schnell was ist, sind zwei verschiedene Dinge. Deshalb will ich heute herausfinden, wie schnell diese 21 Jahre alte Maschine mit 80 PS von 0 auf 100 beschleunigt. Wir suchen uns jetzt ein ruhiges Plätzchen, an dem wir das mal testen können. Ruhig deshalb, weil wir natürlich niemand auf den Keks gehen wollen. Die Maschine ist jetzt nicht sonderlich laut, aber ja, das muss man nicht unbedingt in einem Wohngebiet machen. Am besten auf irgendeinem kleinen Sträßchen, freies Feld, keine Bäume, Wiese daneben, falls was schief gehen sollte, dass man nur in der Wiese landet und nicht an einem Baum. Die GoPro habe ich heute vor der Brust. Hat folgenden Grund: Ich habe einen neuen Helm und ich muss mir dann noch eine Halterung bauen. Das ist ja oft so bei neuen Helmen. Ja, die Form ist jetzt nicht gerade die günstigste, um da eine GoPro zu befestigen. Ich muss mir da was basteln, das mache ich mit so einem Knetkleber. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, die Perspektive geht da. Die Kamera wird leider, die verrutscht ab und zu und die Perspektive ist ein wenig schief, aber sollte für heute funktionieren. Das ist jetzt heute tatsächlich schon mein dritter Versuch, dieses Video zu machen. Manchmal läuft es einfach nicht. Den ersten Tag habe ich was an der GoPro rumgespielt, habe das dann vergessen zurückzustellen und alle Bilder waren überbelichtet. Außerdem hatte ich keinen Sound. Gestern war ich nochmal unterwegs. Die Bilder waren toll, Sound war nicht da, Mikrofon kaputt. Jetzt heute der dritte Versuch. Ich hoffe, es klappt alles. Ich habe nach gestern schon Ergebnisse, die ich euch jetzt noch nicht verraten werde. Ich habe aber, wo ich es noch nicht wusste, einen Tipp abgegeben und ich war gar nicht so weit davon entfernt. Jetzt will ich nur mal gucken, ob ich das heute nochmal unterbieten kann. Ja, die letzten 2 Tage war ich an einer anderen Stelle. Da fahre ich jetzt heute nicht mehr hin. Ich versuche es jetzt mal hier in der Nähe. Da waren wir auch schon in meinem ersten Video. Müsste auch recht ruhig sein, mitten auf dem Feld. Ja, ich hoffe auch wirklich, dass niemand kommt, dass auch keine Spaziergänger unterwegs sind, Fahrradfahrer und so weiter. Ich hoffe auch, dass die Straße sauber ist, weil eben doch viele Bauern jetzt gerade am Mähen sind und links, rechts Felder. Ja, ich bin wirklich gespannt, ob ich das so gut hinbekomme wie letztes Mal. Bleib stehen. Dankeschön. Ich bin wirklich gespannt, ob ich das so gut hinbekomme wie letztes Mal, beziehungsweise gestern. Da war ich dann auch recht überrascht. Ich hatte 3 Versuche und habe dann gesehen, dass die Maschine Streifen hinterlassen hat zum Beschleunigen. Jetzt keine komplett schwarzen Striche wie jetzt bei einem Burnout, aber doch deutlich sichtbar. Die bin ich abgelaufen und die waren dann doch 30 Meter lang. Und 30 Meter? 30 Meter ist ein Stück. Hier schaut es gut aus. Hier ist gemäht. Bleiben wir mal hier stehen. Dann baue ich mal meine Kamera auf und wir sehen uns gleich wieder auf dem Motorrad. So Leute, die Kameras stehen. Jetzt kommt gerade eine Wolke. Ich lasse das jetzt so. Das ist ein bisschen unterbelichtet. Das muss nicht immer alles perfekt sein. Also, Cam 1 läuft. Cam 2 läuft. Ich ziehe mal die Handschuhe an und wir können loslegen. Gott, wenn hier jemand vorbeikommt, die denken sich, um Gottes Willen, was macht der denn? Das ist ja so, wir sind halt nicht in Hamburg oder in München, wo jeder zweite hier Motovlogger ist. Wir sind ja halt doch ein bisschen in einer ländlicheren Gegend. Auf geht's. Versuch Nummer 1. Und 100. Dann machen wir gleich nochmal einen, der war jetzt nicht so optimal. Ich bin ein bisschen blöd weggekommen. Ups, da. Jetzt zweiter Versuch. Na, komm, da fahren wir ein bisschen durch die Wiese, geht. Aber besser. 100. Das ist wirklich geil. Auf die Idee würdest du niemals kommen, dass das Motorrad hier Streifen zieht. So, langsam, langsam, langsam. Also, noch ein letzter Versuch. Sitzposition einnehmen. MotoGP-mäßig. Auf 8 mit 80 PS. Also, Drehzahl hoch. 3, 2, 1, Feuer. 100. Ja, das war gut. Jetzt komm jetzt. Eng, eng, eng. Dann baue ich hier mein kleines Setup wieder ab.
Ich denke, wir machen das in Zukunft öfter. Dann natürlich nicht mit dem Bike, sondern mal mit ein paar neueren bzw. anderen Bikes. So 0 auf 100 Test finde ich eigentlich immer ganz interessant. Bei den Autotunern sind ja die 100, 200 ganz groß im Kommen bzw. sehr angesagt. So, aus und aus. Ja, 100, 200 kannst du mit der nicht machen. Da brauchst du viel Zeit. Wobei es auch mal interessant wäre. Vielleicht mache ich es ja mal. Also quälen mag ich die Maschine auch nicht. Das war jetzt schon mal wieder genug für die nächste Zeit. Ja, 100, 200 mit dem Motorrad macht das keinen Sinn. Und ich bin auch wirklich kein Freund von der Autobahn. Das ist sicher mal ganz witzig. Ich denke auch, dass sich vielleicht viele junge Leute dafür interessieren. Aber das ist für mich so ein notwendiges Übel, wenn du mal vielleicht ein bisschen Zeit sparen musst. Dann eben eine Autobahnetappe einbaust. Ich mache es ab und zu, ganz selten, um mir eben den Weg in die Berge noch ein wenig kürzer zu gestalten. Aber ich fahre da wirklich nur 130. Das reicht dann bis mit 20 Minuten 130 auf der Autobahn. Da habe ich dann auch schon wieder die Schnauze voll. Also gerade mit der Maschine, die hat ja keinen Windschutz. Die Maschine hat ja keinen Windschutz. Auf Dauer strengt das auch ein wenig an. Spaß machen tut sowieso nicht. Reifen warm. Ja, nicht mal wirklich. Ja Leute, ich muss mich noch bei euch entschuldigen. Ich habe in meiner Videobeschreibung drin stehen, dass man ja auch immer unbedingt mit geeigneter Motorradausrüstung fahren sollte. Ich bin halt selber ohne unterwegs. Ich will mich jetzt gar nicht rausreden. Muss auch eigentlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich sage trotzdem, hey Leute, wenn ihr Motorrad fahrt, auf jeden Fall ja, eine Jacke und geeignete Schuhe anziehen. Das ist schon das Minimum. Ja, man kann auch nicht in allem Vorbild sein. Es hat auch tatsächlich was, wenn das Wetter schön ist, ohne zu fahren. Ja, der eine oder andere kann es nachvollziehen. Aber wer es nicht nachvollziehen kann, bitte in die Kommentare. Ihr dürft mich gerne schimpfen. Aber nicht beschimpfen, das machen wir nicht. Ja, 0 auf 100. Wie schnell war ich? Ich bin wirklich gespannt. Um ehrlich zu sein, ich weiß es ja von gestern. Ich habe das ja schon mal im Schneideprogramm gemessen mit Hilfe der GPS-Daten, der GoPro und den Frames. Da kommst du relativ genau hin. Der letzte Versuch gerade eben hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Es geht allerdings noch besser. Ich könnte auch leichter sein, dann wäre ich auch schneller. Ich könnte auch Valentino Rossi heißen, dann wäre ich natürlich auch noch schneller. Beides bin ich nicht. Die Maschine hat ihr Gewicht, ich habe mein Gewicht, passt. Aber falls es euch interessiert, was ich wiege, ich weiß nicht, ich habe mich schon lange nicht mehr auf die Waage gestellt. Ich wiege irgendwas so zwischen, ja, so um die 90, so um 85, 90. Also mit Klamotten sicher 90. Dann die Maschine hat voll, glaube ich, 240 rum. Dann die 90 sind wir bei 330. Oh Gott, jetzt muss ich schauen, ob die überhaupt aufnimmt. Alter, wenn die nicht aufnimmt, ich kotze. Ja, nimmt auf, perfekt. So Leute, 0 auf 100. Zu diesem Zeitpunkt wisst ihr das Ergebnis wahrscheinlich schon. Ich bin trotzdem gespannt, ob ich diesmal vielleicht noch einen Tick schneller war oder langsamer, wer weiß. Also es ging ein Ticken bergab, ganz leicht. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht. Gestern ging es ein Ticken bergauf, sehen wir gleich. Ich habe circa mit meiner Ausrüstung, ja, was habe ich, 90 Kilo, die Maschine also 240. Man kann sagen 330 Kilogramm, 80 PS sind 4, irgendwas Kilo pro PS. Was für ein Motorrad natürlich heutzutage nicht so der Bringer ist, aber wenn du das mal auf einen Sportwagen umrechnest, wäre dann ein Sportwagen 300 PS rum, so circa 1200 Kilo, so fühlt sich das Ganze an. Im Großen und Ganzen ist es immer noch so, es fühlt sich nicht langsam an, egal wie langsam oder schnell es ist. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass das Motorrad über 20 Jahre alt ist. Wenn jetzt mal 20 Jahre in der Zeit zurückgeht und sich dann auch mal die Autos anguckt, die es damals gab, ja, dann war man damals mit so einem Motorrad schon recht weit vorne dabei. Und das war ja auch damals nicht eines der schnellsten, ne? Da gab es ja noch ganz andere Geräte. Also ich hoffe tatsächlich, dass euch das Video was gebracht hat. Vielleicht fahrt ihr selber ein altes Motorrad, seid in einer ähnlichen Situation wie ich, dass ihr eigentlich auch sagt, okay, du, mir reicht das eigentlich. Ja, und das, dann habt ihr jetzt auch mal ein paar Zahlen dazu, also ihr seht, dass das Ding eigentlich nicht wirklich langsam ist. Vielleicht seid ihr in einer anderen Situation, vielleicht seid ihr Fahranfänger, ihr habt nicht so viel Kohle, ihr seid in der Ausbildung, Schule, keine Ahnung, wer weiß was. Ihr müsst sowieso klein anfangen mit dem A2 und fragt euch immer, na, wie schnell sind denn die Dinger? Reicht das, komme ich mit und so. Ja, das ist jetzt kein A2 Motorrad, die hat 80 PS, aber wenn man jetzt mal bedenkt, dass so eine 390er Duke oder vergleichbare Modelle dann auch relativ leicht sind, ja, dann kommt das dem schon, sag mal, nahe. Kannst du noch eine Sekunde draufrechnen und eine Sekunde ist jetzt auch nicht so das Ding. Ich habe die Beschleunigung von gestern in meinem Schnittprogramm ausgewertet und der erste Versuch war tatsächlich dann auch knapp eine Sekunde langsamer wie mein Bester, als mein Bester. Oh nice, R8. Ach, ja, die testen die Autos. Der erste Versuch gestern war tatsächlich ziemlich genau eine Sekunde langsamer. Du hast jetzt nicht wirklich so den Unterschied gespürt. Und wenn sich dann eine A2-Maschine so in dem Rahmen bewegt, dann ist das wirklich flott. Da müsst ihr dann keine Angst haben,
dass ihr euren Kumpels, die vielleicht schon eine offene fahren, arg hinterher seid. Außer ihr habt ziemlich geisteskranke, gestörte Kumpels, die auf der Landstraße 200 fahren, aber das sollte ja niemand machen. Im Normalfall mit 48 PS kann man sicher Spaß haben. Ich werde demnächst auch mal so eine Maschine fahren. Ja Leute, wie dem auch sei, ich beende dieses Video jetzt. Ich finde, die Maschine hat super abgeliefert. Was dann unterm Strich rauskommt, sehen wir gleich, beziehungsweise haben wir schon gesehen. Wir sind jetzt alle schlauer und wissen, wie lange es braucht, mit dieser Maschine auf 100 km/h zu beschleunigen. Sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst mir bitte einen Daumen da, abonniert den Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao.